Denkens verstehen. Nett. Viel Spaß. Hör zu, beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Nein, hey! Was soll der Scheiß? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht übel! Dieser Wichser! Nicht übel! Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Hey, schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Echt fantastisch! Oh, Schwanzlutscher. Oh nein! Verdammt! Dämlicher Kopfgeldjäger! Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter hat's überlebt. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wär trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Ihr Jungs seid... Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Hey, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warpsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein, aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünner. Hey, wir haben Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort! Achtung, Captain an Deck. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkles Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das
Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Ra. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht.